Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2019 bei Fabian LP. Schön hast du heute wieder eingeschaltet und es tut mir leid, dass diese Woche keine Folgen mehr kamen, außer die, die ich schon noch hatte. Und das lag daran, dass meine Geburtstagswoche war. Ich hatte ein bisschen ein raues Wochenende und das neue Let's Play zu Airport CEO musste unbedingt starten. Und da musste leider der Landwirtschaftssimulator hinten anstehen. Naja, ich hoffe, dass es jetzt doch noch weitergeht, so richtig. Wir haben hier einerseits den Säher, der am Säen ist, recht langsam. Da wollen wir schauen, dass wir da was tun können. Der Drescher steht rum und ich wollte ein bisschen was verkaufen. Es ist alles abgeerntet, wir haben alles Stroh verkauft, im Gegensatz zur letzten Folge. Und was hat eigentlich... Der hat 155 PS. Wir wollten ja einen Traktor kaufen, und zwar den Stara hier. Fährt zwar nur 40, hätte aber 180 PS, also ein richtiges Monster für auf den Acker. Und den würde ich mir vielleicht gerne holen. Bringt aktuell jetzt gerade nicht viel. Oder ja, wir können den ja austauschen. Stimmt. Also komm, der wird jetzt geholt. Das entscheide ich jetzt. Also wir brauchen ein bisschen Geld. So. Sind dann fast 400.000 schon im Minus. Ja, wo endet das noch? Bei 500. So. Wir können noch Radgewichte dran schrauben, Breitreifen, Pflegebereifung. Ja, das wäre natürlich auch schön, aber ich... soll ich das machen? Eigentlich sollte ich. Gibt es auch noch eine Doppelpflegebereifung? Nicht, hä? Das ist alles. Sieht halt dann schon, er sieht schon ein bisschen geschwächt aus. Finde ich ja das immer. Übrigens bin ich auch nicht ganz 100% gesund. Die Stimme ist ein bisschen angeschlagen und der Hals auch. Ich denke, wir nehmen den so. Dann können wir ihn nämlich auch zum Striegeln und so einsetzen. So, kaufen. Jawohl, und er ist wie gesagt das beste Angebot. Da ist er auch, das beste Angebot mit dieser PS-Zahl. Fährt zwar nur 40, aber das ist uns jetzt hier mal egal. So, der schwankt ein bisschen. Und wie ist mal eine andere Marke hier drin, das ist ja aus dem letzten DLC. Oder dem richtigen, wie hieß es diesmal, Platinum Add-on, Gold Edition, ich weiß es nicht mehr. Diamant Edition, was auch immer. So, das ist die Marke Stara. Sieht ganz schön aus. Ich denke, die neueren sehen noch ein bisschen besser aus. Also die John Deere Modelle und so. Aber ansonsten eigentlich kann man zufrieden sein damit. So, jetzt würden wir doch da mal den anderen Traktor da ersetzen und schauen, ob der ein bisschen mehr mitmacht hier. Denn auch der Ladewagen hat hier starke Mühe, über den Hügel zu kommen. Mit diesem Traktor da. Und vielleicht ist ja der Stara da ein bisschen besser drin. So, einmal abhängen. Ja, das macht man eigentlich nicht so. Vor allem, wenn das da so zusammenhängt, das sieht ja aus. Naja. Er scheint mir aber ein bisschen leicht zu sein für solche Aufgaben. Kommt er hier den Berg? Aber, schaut her, der kommt hoch. Na toll. Und er hat vorne so ein richtig gutes Gewicht dran. Wow, das ist ja mal... Ne, das ist ja unglaublich. Kann man so den... Ne, ich kann so den Helfer nicht bedienen, weil er braucht diesen Tank. Okay, die richtig gute Enttäuschung ist er bis jetzt. So. Macht nichts, denn es gibt auch Sämaschinen, die keinen Tank haben.
Nur unsere hat natürlich eine. So. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den hier stehen zu lassen. Und wir werden den natürlich bei der nächsten Sämaschine einsetzen. Also einsetzen können wir ihn sowieso. Dann nehmen wir doch den jetzt mit. Denn ich wollte mit euch ein paar... vielleicht ein, zwei Waggons Dinge verkaufen. Denn wir haben einige an Lager. Sorry, musste ich husten. Es wäre auch eine große Nachfrage herum. Aber das Problem ist, die große Nachfrage ist auf Weizen. Und wir haben gerade mal noch irgendwie 1000 Liter, wenn überhaupt, an Lager. Deshalb, ja. Haben wir leider Pech gehabt und genau das Falsche angebaut, denn wir haben... Warum drücke ich jetzt Tab? So, hier seht ihr es, das ist die große Nachfrage. Schon recht viel mehr als die anderen. Und wir haben ja sehr wenig da. Bei Gerste haben wir sehr viel. Hafer haben wir auch, würde ich aber mal behalten. Und ich würde als erstes mal hier die Sojabohnen verkaufen zur Getreidemühle. Die Getreidemühle war die da oben. Okay, dann weiß ich ja das wieder. Dann lass uns doch da mal abfahren. So. Ja, neuen Anhänger wäre dann vielleicht auch mal schön. Und ich habe mir überlegt, wie ich dieses Let's Play noch ein bisschen beschleunigen könnte. Weil ich doch nicht unbedingt möchte, dass ich hier ein halbes Jahr auf dieser Karte spiele. Weil es scheint mir schon so, als kommt man hier nicht wirklich schnell voran. Ja, da sind halt Überlegungen gefallen. Es gibt zum Beispiel eine doppelte Ertragsmod, wo man einfach das Doppelte hält, also doppelt so schnell vorwärts kommt. Das wäre für mich... Es gibt sogar mehrere von denen. Warum auch immer, aber jeder möchte das machen, wahrscheinlich. Das habe ich mir überlegt, das wäre ein Weg, wo wir einfach doppelt so viel erhalten. Und somit schneller vorankommen. Das fände ich einen guten Weg. Natürlich ist es ein bisschen Cheating, ganz klar. Aber ich mache ja daraus ein Let's Play. Denn wenn ich selbst spielen würde, würde ich anders spielen, als ich jetzt hier im Let's Play spiele. Weil ich es ja mit euch spielen möchte. Und euch auch etwas vom Spiel zeigen möchte. Und wir können nur etwas zeigen, wenn wir auch irgendwie ein bisschen Fortschritt haben. Das ist auf jeden Fall so. Das habe ich mir überlegt. Dann, man könnte natürlich pflügen, düngen und das neue Unkraut ausstellen. Kalken auch. Fände ich aber... Also, das ist ja ein Element, was vor allem Spieltiefe gibt. Und deshalb wäre ich eher für die doppelte Ertragsmod als für sowas. Denn klar, es ist ein Aufwand jedes Mal. Aber das meiste von dem schneide ich sowieso raus. Spiele ich nur für mich. Gut, so gesehen kann man es auch weglassen. Aber, ja, es ist halt auch eine Spieltiefe, die das Spiel da, dadurch noch bietet. Und wenn wir die einfach ausstellen, ja, klar, geht dann besser voran und man macht auch mehr Gewinn, weil man zum Beispiel keinen Kalk kaufen muss und so. Aber fände ich ein bisschen, ja, weniger gut. So, jetzt haben wir 12.000 erhalten für diesen halben Anhänger voll. Das war ein Feld, glaube ich, soviel ich weiß. Und jetzt können wir zu Hause schauen, was wir da noch so haben. Oder auf der langen Straße gleich. Ja, ich denke, ich warte da mal. Also wenn jemand von euch da seine Meinung dazu sagen möchte, darf er das gerne in den Kommentaren tun. Sehr wahrscheinlich werde ich dann auf die nächste Aufnahme hin... Einerseits die Kommentare lesen natürlich und andererseits vielleicht doch die doppelte Ertragsmod installieren. Das habe ich mir so überlegt. Fühlt euch nicht persönlich angegriffen oder so. Ihr dürft auch gerne sagen, nee, nee, nee. Aber ich habe ja meine Gründe auch ein bisschen aufgezählt, was mich vielleicht dazu bewegt.
Weil die Erträge sind auch weniger geworden und die Preise auch. Und jetzt würden wir doch hier noch einen Anhänger Gerste nehmen zur Bahnstation Mühle. Das war da unten beim Viehhändler. Ah ja, die. Ja, und wenn wir es noch schaffen, könnten wir auch noch schauen, dass wir irgendeine Mission annehmen. Ich glaube, mit einmal laden ging das jetzt schon besser. Vielleicht war es auch einfach verbuggt und wurde danach mit dem nächsten Update gefixt. Ja, wie weit ist denn der Seher schon? Ja, das halbe Feld hat er gemacht. Ist noch nicht so viel. Bei den Hühnern. Ja, wie gesagt, auch die ergeben sehr wenig Ertrag da. Und ich weiß nicht, ob die doppelte Ertragsmod auch auf die Hühner zugreifen würde. Oder auf die Tiere allgemein. So, ist ein bisschen weit. Nee, kein Hafer. Glück gehabt. Da, Gerste. Jetzt wird aufgefüllt hier. Jawohl. Das Schlimme ist ja, dieser Anhänger, der immer noch nicht voll aussieht, der wird ja nicht mal 12.000 geben. So, und übrigens, wenn man Straßenschilder hier umfährt, dann gibt das eigentlich keine negativen Auswirkungen, außer dass die Landschaft natürlich nicht mehr so schön aussieht. Und wenn man das Spiel einmal neu lädt, dann ist das Ganze auch wieder rückgängig gemacht. Also von dem her kommt es nicht ganz so drauf an. Ja, mit dem Traktor, da bin ich ein bisschen enttäuscht mit diesem Gewicht. Habe ich nicht dran gedacht. Gut, wir haben jetzt nicht viele Geräte, die vorne angehängt werden müssen. Außer jetzt gerade die Sämaschine halt. Aber ja. Aber ich glaube, drei Traktoren brauchen wir auf lange Frist hin sowieso. Und der ist auf jeden Fall eine kostengünstige Wahl dafür. Und ich mag es ja, wenn man verschiedene Marken hat und verschiedene Geräte und nicht nur eine Marke. Und eine Art der Geräte. So, einmal abbiegen hier. Ja, nicht so. Glück gehabt. Wow, der ist ein richtiger Jumper hier. Wie der da die Mauer hochkam, weiß keiner, glaube ich. So, dann kippt doch das mal einmal ab. Die Hälfte ist schon um. Da trinke ich was zwischendurch. Und jetzt ist auch der zweite Teil weg. Ja, 7200. Ist natürlich schon, ja, richtig, richtig viel. So, der schwankt übrigens. Das merkt man halt jetzt, weil das im früheren Teil nicht unbedingt so war, dass er das Cockpit, also dass der Spieler irgendwie mitfedert und so. Kann ich sicherlich demonstrieren jetzt irgendwie. Ja, da seht ihr, es rüttelt herum und so. Und das merkt man halt in der Kabine auch mit, auch wenn es mich ein bisschen extrem... Ja, gut, man geht auch nicht mit 40 um die Kurve da. Das ist schon auch so. Also diese Grip, die der Traktor hier hat, Hut ab. So, und eigentlich mit dem PS müsste er jetzt auch auf 42 fast kommen hier, wenn wir da hochfahren. Ja, die 36 kann er halten. Immerhin das. So, vielleicht werde ich dann zwischen den Folgen noch weitere
ja, weiteres Material verkaufen, Erträge. Für die Folge wäre es vom Verkaufen her schon mal das gewesen. Und wir schauen, vielleicht gibt es ja noch eine gute Mission, wo wir mal nach was Neues sehen könnten. Oder wo wir sogar unsere eigenen Geräte verwenden könnten. Denn der Seher, der hat noch ein Weilchen da. So, dann lass uns doch da mal schauen. Den Hühnern geht's grundsätzlich gut. Die haben noch lange Weizen oder Gerste. So, hier haben wir Ernten, Säen, Kartoffelsäen. Auch Säen mit unserer Säermaschine, Striegeln. Säen mit einem John Deere. Ernten. Ah, man kann auch mit Mausrad transportieren. Striegeln, säen, jäten, wie das da steht, ernten, transportieren, säen, säen, das war alles. Ja, den Baumwollernter, den haben wir jetzt gesehen, auch wenn ich das als erstes wählen würde, fast schon. Den würde ich auch noch wählen. Feld 8. Geht eigentlich noch von der Größe her. Gut, der Balken ist jetzt auch nicht ganz so breit. Wie breit ist denn der Balken da? Der ist da wahrscheinlich 7,6 Meter. Schon ein bisschen breiter, als wir das hier haben. Feld 15 ansehen. Komm, das machen wir doch. Komm, ich möchte Feld 15 ansehen, um auch mal einen John Deere zu besitzen. Für kurze Zeit. Jawohl, hier. Erstmal anhängen und dann schauen wir uns den ein bisschen genauer an. So. Saatgut, müssen wir das mitbringen oder wie? Zuckerrüben sollen wir aussehen. Ja, toll. Hat nicht wirklich viel Platz da. Also die Sämaschine habe ich noch nie gesehen. Oder besser gesagt noch nie verwendet. Ja gut, wann habe ich zuletzt mit Zuckerrüben gearbeitet? Ist schon Weilchen her. Sieht mir recht interessant aus, diese Amazone. Vor allem mit dieser durchsichtigen Schläuche hier. Eigentlich noch recht gut gemacht. Also die sehen nicht schlecht aus. So, jetzt kommt es zum Traktor. Ah, sieht schon... Sieht fancy aus. Wenn man es so sagt, da sitzen wir drin. Alles da, was da sein sollte, nehme ich mal an. Auch der wackelt wieder extrem, wie ihr das seht, wenn ich da mal ein bisschen lenke. Der schnellste Weg ist geradeaus. Das geht natürlich nicht, aber hier der Straße folgen und dann nach links abbiegen. Ja, der gefällt mir. Da hätten wir jetzt unsere Sämaschine vorne auch nicht anhängen können. Das wäre da auch nicht möglich gewesen. Was mich überrascht. Es ist doch eine recht kleine Sämaschine und der Traktor kommt mir jetzt eher größer rüber. Also auch wenn er nur 43 fährt. Aber trotzdem, das wäre das Feld 8 gewesen hier. Ja, geht auch von der Größe, also Dreschen wäre auch gegangen. Aber ich dachte jetzt, ja, Dreschen, das kennen wir ja. Jetzt nehmen wir doch mal hier den John Deere hervor. Und die Folge geht auch ganz klein wenig länger. Wir beginnen nämlich noch zu säen da. So. Einmal hier links hinab. Und dann startet das Feld direkt da. Da war ich noch nie. Aha. Oder erst mit dem Zug, besser gesagt. Da gibt es auch Verladerampen. So.
dann lasst uns doch mal hier diese Maschine anschalten. Senken. Und ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht. Genau. Und dann geht's da los. Ja, dann fährt die mit 15 km/h recht schnell, wenn man es mit unserer vergleicht. Und der Traktor, der gefällt mir echt sehr gut. Die breiten Reifen und so. Ja, kann man brauchen, sag ich mal. Schade, dass man hier in den Röhren nichts sieht, weil... Ja, irgendwie, für irgendwas ist das ja gedacht. Nehme ich mal an. Na gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag und bis dahin, tschüss!